So, da sind wir zum zweiten Teil des Tutorials von Aion. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt hier rein, kämpfen gegen den Wachposten oder was das ist. So. Ich habe auch kurz in den Grafikeinstellungen was umgeändert. Und zwar die Maße meines Bildschirms, dass der Rand links zur Seite auch wieder zu sehen ist. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. So, den looten wir einmal. Was haben wir im Inventar? Wir haben wieder schöne Kisten zum Öffnen. Oh, da haben wir was Tolles gekriegt. Das neue Schwert, ein Schild und eine neue Hose. So. Mal schauen, was das bewirkt. Oh, macht gleich ein bisschen mehr Schaden. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. So, der ist down. Wir müssen nach da oben. Ja, betretet diese Höhle. Da müssen wir dann dort vorne rein. Und da haben wir einen Level abbekommen. Wir sind aktuell Level 8. Schon gestern war ich zu dem Zeitpunkt erst Level 7. Also läuft bei mir heute irgendwie. Natürlich, Leveln, Kämpfen muss gemacht werden. Und ja, wir betreten das Portal. Nein, ich möchte nichts kaufen. So, was jetzt? Zerstört die Odium-Loren. Okay, das machen wir natürlich. Hier quatschen wir erst einmal mit den Leuten. Ich habe auf euch gewartet. Was geht hier bloß vor? Wenn wir diesen Ort untersuchen, werden wir herausfinden, was sie mit dem Odella vorhaben. Das werden wir machen. Dieser Ort hat schon was. Also, das wird wieder ein langer Text werden, den lese ich nicht vor. Klickt auf Pause und lest ihn euch selber durch. Wenn man das überhaupt lesen kann, das sehe ich jetzt persönlich nicht. Kobolde bauen hier Odium ab. Und auf Odella Pflanzenschule verarbeiten Susu Ham und seine Männer von Skurf gesammeltes Odella, Yang. Verarbeitetes Odium und Odella wird im Haramelturm in Kisten verpackt und mit Flaschenzug abtransportiert. Nur gestern Merk weiß als einziger wohin. Yang Yang. Bruder Mufrin Merk. Er weiß, wo Gesternerk ist. Findet Gesternerk, wenn Deva Haramels dunklen Vorhang öffnen will. Yang, yang, yang. So, das machen wir natürlich. Yang, yang, yang. Das heißt für uns aber auch wieder kämpfen. Da haben wir schon diesen ersten Sklavenknallkopf. Hier haben wir das veredelte Odium. Das müssen wir natürlich auch finden. So, dass das Tutorial noch so leicht ist, ist normal. Ich hoffe, das ändert sich dann im Laufe des Gameplays noch, dass es ein bisschen schwieriger wird. Denn das wäre sehr nice. So, einmal kurz abluten und hier oben das dritte Ding schnell zerstören. So, erste Quest abgeschlossen. Dann ist der da dran.
So, hier haben wir die erste Lore, die zerstört werden muss. Gut, da haben wir die zweite Lore. Ah, komm. So, dann hauen wir den hier hinten noch weg. So, hier hinten, keine Ahnung, was da ist. Wir werden uns jetzt den hier vorknöpfen. Hier oben ist dann die Lebensanzeige von dem. So, abgelootet. Und jetzt geht's in diese Richtung. Mit dem Mausrad kann man schön rein und raus scrollen. So, das gehört uns. Den hauen wir weg. Halt, einmal zurückgehen bitte. Nehmen und hier einmal zerstören. Hier einmal nehmen. So, jetzt beseitige das verarbeitete Ordella. Hier hinten geht es nicht weiter, also müssen wir zurück. Und einmal in diese Richtung. Keine Ahnung, was das ist. Das scheint aber so eine Art Wegweiser zu sein. Ist aber sehr gut. Denn für viele, die sich gerne mal verlaufen, wie ich gestern, wo ich das Tutorial angespielt habe, ist das schon sehr praktisch. So, da haben wir den ersten, zu dem wir müssen. So, kurz looten. Schuhguts wissen immer weiter. Ja, Schmuck, da muss es Aussage. Hier ist das Oderium oder wie das Gelumpe heißt. Willkommen, Yang Yang. Annehmen. Okay, und weiter geht's. Wir müssen das verarbeitete Ordella zerstören. Und erledigt Susu Han, der Graue, der die Ordella-Fabrik betreibt. Machen wir natürlich. So, Inventar. Haben wir nichts. Läuft. Komm, lass mal runterfahren hier. Auf jeden Fall sehr beeindruckende Grafik. Ich spiele nämlich auf hoch, Grafikeinstellung hoch. Und es lohnt sich. So, kurz abluten. Hier gab es nichts, was zerstört werden muss. Also rennen wir direkt in den nächsten Raum. Ah, so, komm, fall um. Sehr schön. Ja, hier geht's weiter. Nummer 1. Ha!
looten und zerstören. Na, wer hat mich gesehen? Der da. Und einmal zerstören. Haben wir erledigt. Susahan der Graue, der wird jetzt bekämpft. Nee, nichts ist für Meister Dingensbummens. Okay, wir sind benebelt im Kopf. Und da ist er weg vom Fenster. So, sammelt in der Odella Pflanzenschule Odella. Gut, das machen wir. Dazu müssen wir in diese Richtung gehen. Und da sind wir Level 9. Ah, da sehen wir schon die Pflanzen. Hier ist eine. Hier ist eine Pflanze. Und hier haben wir die dritte Pflanze. So, haben wir eingesammelt. Hier muss dann auch irgendwo der nächste... Ach, da hinten kommt er doch schon. So. Das haben wir erledigt. Und weiter geht's. Nochmal machen. Der gemeine Hammerun hat Shogos Fähigkeiten und Shogos Leben gestohlen. Yang, beseitigt ihn und befreit Shogo. Ja, natürlich werden wir den beseitigen. So. Ah, werde ich aufsehen. Bla bla bla. Stopp, hier müssen wir hin. Nein! Ja, jetzt muss man warten, bis der da ist. Noch mal kurz ins Inventar gucken. Wir haben nichts Neues. So. Ist schon richtig nice gemacht, das Game. Ich kann mich nicht beschweren. So. Da wartet diese Cheska auf uns. Kleiner Tipp, wer dieses Game auch spielt, den Tipp habe ich mir gestern auch sagen lassen. Nehmt sie mit. Die werdet ihr brauchen. Ja, looten wollte ich jetzt nicht mittendrin. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Wir looten natürlich. Wäre ja schlimm, wenn nicht. Da ist doch schon die dicke Aufseherin. Die werden wir jetzt natürlich angreifen.
Ich lasse nicht zu, dass ihr Meister Hammerun etwas zu Leide tut. Ach du. Und da ist dieser Hammerun. Aber ich muss vorher noch mal ganz kurz hier was umstellen. Denn das ist mir doch recht leise. Vor allem die Stimmen. NSC-Stimmen. So. Genau, kann ich euch auch... Bildschirm einstellen, also seht man es, ich habe es umgeändert, Farben sind 32 Bit, das kann man leider nicht ändern. Hier, Qualität habe ich auf hoch, also beste, die es gibt. So, und jetzt kämpfen wir gegen den da. Bald werdet ihr in die Reihen meiner Lakaien aufgenommen. Ach komm, ihr habt doch keine Chance gegen mich. So, und direkt wieder auf den gehen. Und da war er da. Nein! Das soll nicht mein Ende sein! Ihr zahlen! Ihr seht mich nicht zum letzten Mal! Ja, haben wir eine schöne Goldkiste bekommen. Einmal looten. Alles nehmen natürlich. Einmal ins Inventar gucken. Die wird geöffnet und ein Kriegsring. Der wird natürlich ausgerüstet. So, wir müssen dahinter. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Ich erstatte Bericht. Wir nehmen dieses Speckessen natürlich. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? Stufe 9 Fortschritt. Ich habe besonders Anliegen an euch. Verabschiedet euch von den Dorfbewohnern. Dann werde ich euch euer Schicksal voraussagen. Ja. Das machen wir jetzt schnell. Ulgorn wartet schon auf euch. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Munin erwartet euch schon. Geht zu ihm. Ich spüre eine starke Energie. Bitte helft Cheska dabei, eine wunderbare Zukunft für Atreia zu schaffen. Ja, mal machen. So, hier kann man jetzt nochmal alle Quests wiederholen. Nee, beziehungsweise, das sind die Charakterklassen. Das erkenne ich jetzt erst. Okay. Aber irgendwo gibt es noch einen Punkt, da kann man die Quests wiederholen. Und ja. Seid ihr angekommen? Natürlich. Ich muss mich für eine Weile verabschieden. Marco sucht schon nach euch. Geht. So, dann geht's jetzt, ja, voran. Seid ihr wegen der Archontenprüfung hier? In Pandemonium ist es verboten, in die Zukunft zu schauen. Anfang des Videos gesagt habe, wollt ihr trotzdem an Pause, lest euch das durch. Und zugleich bedeutendsten Zeitpunkt in der Zukunft reisen. Weiter. Oh, ihr seht, wir befinden uns gerade auf dem Schlachtfeld. Liebster Eikelpe, seh, es ist Lord Eikelpe. Alles klar. Bezeichnet mich bitte nicht als Lord. So, hier ist der Turm, der immerwährende Krieg. Und ja, ab Seid geht's. Seid gegrüßt.
sehe, das sieht richtig geil aus. Also, für 32-Bit-Grafik ist es, ja, geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich muss auch sagen, egal wie oft das Spiel geguckt wird auf YouTube, die Videos, ich werde auf jeden Fall das Gameplay weiterführen. Denn mir macht es einfach nur Spaß. So, da werde ich das auch gleich down. Ja, alles klar, legst mich erstmal auf die Bretter, du Kneifer. So, wir sind ein bisschen stärker als der. Wie man sieht, wir haben auch mehr Leben. Ne? Das läuft natürlich bei uns. So, das war ein epischer Kampf. Ich fürchte die Zukunft. Betrachtet unser Zusammentreffen als Sprungbrett in ein. Vor euch liegt nun der ehrenwerte Weg eines Devas. Mit welcher Fähigkeit wird ihr Namen Pandemoniums glänzen? Hervorragend Angriffs- und Abwehrfähigkeiten aus. Er kann zwar nur aus nächster Nähe angreifen, doch es macht ihn umso gefährlicher. Wir nehmen natürlich den Gladiator. Genau. So, das war's dann mit dem Tutorial. Und ja, ich hoffe, euch hat der zweite Teil auch gefallen, denn es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns in-game oder zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.